unterstützen sie auch die Petition von ACAT. Und zwar, wenn es darum geht, dass Menschen, die wirklich aus einem Staat fliehen, wo man nicht von einer Demokratie reden kann, wo man nicht von Pressefreiheit reden kann, wo man nicht davon reden kann, dass man geschützt ist vor Folter und vor unmenschlicher Behandlung. Menschen, die aus so einem Staat fliehen, die müssen auch in der Schweiz Schutz bekommen. Und zwar nicht unter prekären Umständen, sondern unter würdigen Umständen, Asyl oder zumindest eine humanitäre Aufnahme, damit sie da auch die Möglichkeit haben, sich zu integrieren. Ich rede von dem Rand, wo gemäss vielen unabhängigen Studien eine der schlimmsten Diktaturen ist, eine von den Ländern ist, wo die Pressefreiheit am wenigsten respektiert wird, eines von den Ländern ist, wo nicht einmal das Rote Kreuz Zugang zu den Gefängnissen bekommt. Ich rede von Eritrea. Unterstützen Sie die Petition von ACAT für die eritreischen Flüchtlinge in der Schweiz.